diese vielen Unboxing-Videos im Internet finde ich ja langsam lächerlich. Dieses Video soll lediglich dokumentieren, was in einer heutigen Sendung alles enthalten ist, sozusagen ein Protokoll, was ich gekriegt habe und was nicht. Dieses hier ist eine Lenovo-Tastatur, Power Keyboard nennt sich das, IdeaTab K30PK11. So, das ist also eine Tastatur, an die man ein Keyboard klemmen kann. Alles mal schön säuberlich hier auspacken und starten. So, komm raus. Du bist umzingelt. Geht schön schwer. Das ist ja schon mal nicht ganz schlecht. So, klappt sich nach hinten. Also, dies ist eine Tastatur. Sie hat an der linken Seite nichts Auffälliges. An der Unterseite sind vier Füße, von denen zwei wegfallen. Wenn man das also auf eine glatte Unterfläche stellt, ja, oben rutscht es, unten nicht. An der rechten Seite ist ein Micro-USB-Anschluss, der soll dem Laden dienen, und zwei USB-Anschlüsse. So, das wäre also die Nummer 1, was drin ist. Mehr braucht nicht drin sein. Alles andere müsste hier drin sein. Das ist ein Lenovo IdeaTab mit einem doppelkernigen Atomprozessor. Intel CloverView 1,8 GHz, Display ist 11,6 Zentimeter Zoll. Da sind 64 GB Speicher drin, so eine Art SSD, aber auf einer Karte. Das Memory selbst hat 2 GB, WLAN 802.11, BGN plus Bluetooth 4.0. Dann haben wir hier als Operating System Windows 8, MM32-Bit SSD. Was auch immer. Das Modell nennt sich IdeaTab K3011W. Modellname 60018. Und dann kommen noch so allerhand Sachen. Und natürlich Made in China. Weil Lenovo ist eine chinesische Firma. So, das ist also Nummer 1, der Kartondeckel. Dann liegt hier was drauf. Letztendlich steht da ein Tablett, das sich genauso schnell bewegt wie sie selber. Dann habe ich im Auto, regen wir uns nicht auf. Ein ziemlich großes Display. Okay, bis da. Kann hier was drin sein? Das ist hier. Erste Schritte, Schläger, V1.0. Wichtig ist die Sicherheitsinformation für Schwerpunkte. Begrenzte Wertschöpfungsgarantie. Also, komm auf. Dann hier, ein Adapter. Das müsste der sein, der von Micro-USB auf Normal-USB geht. Das ist so ein Schwänzchen, da kann man externe Geräte anschließen, die den normalen USB-Stecker haben. Kommt auch dahin. Ah, das scheint aber nicht drin zu sein. Das ist ein Ladegerät, das ist ein neuer Norm. Da ist hier ein ganz normaler USB-Anschluss. Das heißt, da kann man das USB-Kabel dran tun. Einerseits normal, andererseits Mikro, aber auch andere. Die Tür kann ich mal sagen. Dann ist hier nochmal ein USB-Kabel. Das geht von... Das ist immer komisch. Ich habe schon alles ausprobiert. Scheint die Verständlichkeit gegeben zu sein. Und hier ist ein USB-Kabel, das geht von Normal-USB auch auf Micro-USB. Das ist wunderbar. Also, ich habe nie erlebt. Das sieht aus wie eine komische Drohkammer. Was man hier sehen kann. Das muss wohl irgendwie ein Zusammenhang mit der Set. Das passt rein. Das und das hier. Das ist außerhalb, weil ich das mal laden muss. Es gibt dieses Tablett aufzuladen, aber ich habe vorweg schon wahrgenommen und gelesen, dass so, die Funktionsprüfung mache ich nicht, ist also nur jetzt hier dokumentiert worden, was in dem Ding alles drin ist. Ich kann probehalber auch mal nachsehen, wie das denn klappt, das hier einzustecken. Das käme dann nach Adam Riese einfach hier rein.
So, das habt ihr zweimal geschnackelt. Und hier oben ist jetzt ein Lichtlein angegangen. Also im Netz habe ich irgendwie gelesen von einem Schlauen, der die Dummen belehrte. Man müsste erst dieses hier aufladen und von hier würde dann das da aufgeladen, obwohl man das auch separat aufladen kann. Aber wie es aussieht hier, hat sich das Biest schon von alleine eingeschaltet. Wollte ich gar nicht, war nicht beabsichtigt. Naja, gut. Man sieht, dass sich hier was tut. Keine Ahnung. Lenovo. So, was ich anmerken möchte, dieses Gerät ist bei Amazon in zweifacher Ausfertigung zu haben. 399 Euro, da bekommt man unter der einen Bestellnummer nur das Tablet und nichts weiter. Unter einer anderen Bestellnummer bekommt man für 399 Euro dieses Tablet und diese Docking Station. Das heißt also, dies beides hier hat 399 Euro gekostet. Wer nicht aufpasst, bestellt sich dieses hier für 399 Euro und für 124,99 Euro nochmal extra dazu die Tastatur. Dazu fällt mir nichts ein. Das ist also schon hochinteressant, Amazon. Das ist also jetzt das IdeaTab oder IdeaTab von Lenovo, nachdem es sich selbst installiert hat. Und dann hatte das Gerät sich in den Ruhezustand versetzt. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass Windows mir dort einen ganzen LKW voll Updates angeboten hat. Und da es sich hier ja nur um Windows 8 handelt, vermute ich, dass hier mit den Updates auch Windows 8.1 installiert wird. Insofern habe ich jetzt alle das ganze Theater hier mal ausgelöst. So also sieht der Rechner im Moment aus. Die Inbetriebnahme ging insgesamt sehr flott vonstatten. Etwas nervig war die Verifizierung durch Microsoft. Irgendwelche Konten von mir hatten die wohl in Verwahr. Und wenn ich dann etwas eingab, dann wollten die gleich alles miteinander verbinden. Da hatte ich das Gefühl, dass ich auch total ausgeforscht werde und dass Microsoft sich bemüht, von allem zu allem eine Verbindung herzustellen. Und da musste ich natürlich dann ein bisschen auch an die NSA denken. Und schließlich betreibe ich ja meine eigene persönliche Security und bin da etwas skeptisch. Es war eine ziemliche Arbeit, Microsoft dann zu überreden, für irgendeinen Account die Verifizierung bereitzustellen und mich als User anzuerkennen. Natürlich musste ich mir dabei einen Haufen von Passworten merken und naja, da muss man mit leben oder man muss verzichten, hier einen Computer in Betrieb zu nehmen. So, der hat sich also da eine Masse Updates runtergezogen. Die werden jetzt nach und nach installiert. Und dann habe ich mal hier den Task Manager aufgerufen, um mir anzusehen, was sich da hier abspielt. Also die ganze Sache sieht sehr moderat aus, sehr brauchbar. Wichtig ist vor allen Dingen eines, ich habe hier eine Funkmaus angeschlossen und
Die wurde auf Anhieb erkannt, installiert und lässt sich jetzt verwenden. Und hier liegt noch der Vorgänger von diesem Tab. Da weiß ich noch nicht, ob ich den über eBay veräußere. Weil hier Tastatur und Tablet ist schon eine feine Sache. Und dann vor allen Dingen zu diesen Bedingungen. Aufpassen bei Amazon. Einmal kostet das Tablet alleine 399 Euro. Und dann muss man sich diese Tastatur für 125 Euro dazu kaufen. Und wer eine andere Bestellnummer wählt, bekommt beides zusammen. Also acht geben.